Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, ich habe einen halben Gehörschaden gerade drauf, weil mein Freund es beherrscht, den Sound des PCs so dermaßen laut aufzudrehen, dass man erst immer mal in Deckung gehen muss, damit einem nicht das Trommelfell zerreißt. Ja, ihr merkt, ich bin gut drauf. Yay, ich bin überdreht. Ich bin so scheiß überdreht. Ich hatte heute einen guten Tag. Und das finde ich so schön. Ich hatte mal wieder einen guten Tag, dass es sowas noch gibt. Ich glaube, ich spinne. Und hier ist ein Monster und denen geht es jetzt erstmal dran mit dieser epischen gute Laune. Alles ist friedlich, alles ist toll, Musik. Oh. Ja, wir müssen ein bisschen Lebenspunkte sammeln. Oh, Creeper! Uhu. Nein! Euch zerreißt es nicht. Nee. Nein, 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 nein. Oh. Ich muss ja mal was ausprobieren. Jetzt hörst du auf. Na. Und zwar habe ich mir von der Honey was abgeschaut. Und zwar, wenn so ein Creeper explodiert, dann muss man einfach nur abwehren und dann macht es gar nicht so schlimm. Bumm. Also zumindest einem selber tut es halt nicht so weh, ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Finde ich super. Muss ich mir merken. Ja, ich habe jetzt meine alte Playlist ausgepackt, weil ich da weiß, dass die Lautstärken nicht so schlimm unterschiedlich sind. Weil ich noch nicht dazu gekommen bin, mich zu erkundigen, ein Programm zu suchen, wo das automatisch. Nein, nein, nein! Ja. Jetzt kann ich wieder Löcher zumachen, oder was? Finde ich super. Freut mich. Und irgendwie. Oh, oh! Nein, 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 nein! Nein! Geht doch weg von mir! Was wollt ihr denn? Boah. Ich laufe mal lieber ins Bett. Ich will jetzt nicht mehr so viel kloppen. Wir haben jetzt 10 Level, das sollte reichen. Ja, und dann machen wir... Ich habe keine Ahnung, was wir heute machen. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wir werden schon rausfinden. Irgendwas machen wir heute schon. Wir könnten zum Beispiel verzaubern. Könnten dem Schwert mal irgendeinen schönen Zauber geben. Wäre doch eigentlich eine schöne Idee. Moment, im Bett sollte ich schon aufsuchen. Ach so, ich schlafe jetzt zurzeit in meinem Zimmer von Honeyball. Ah... Oh. Honey, tut mir leid, dass ich schon wieder in deinem Zimmer schlafe, aber du bist ja sowieso nicht da. Du wirst es mir schon verzeihen, dass ich in deinem Zimmer schlafe. Wer wollte schon nicht, wer wollte denn mal nicht in ihrem Zimmer schlafen, ne? Da will doch jeder mal drin schlafen. So, Achtung. Verzauberte Spuchhaltbarkeit, Behütsamkeit, Effizienz, Plünderung und Rückschluss. Plünderung 2. Ich behaupte ganz stark, dass ich Plünderung 2 nicht anwenden kann. Nur 6? Das ist cool. Plünderung 2 und das hat nur 6 Erfahrungspunkte gekostet. Rückstoß 1, Schärfe 1. Schärfe 1 hört sich auch gut an. Wie viel brauchen wir da? Punkte? 6 Punkte. Okay, dann machen wir wieder zurück hier, dieses Buch. Moment, ich muss schon dahin. Haben wir keine Schuhe an? Oh no, we don't have shoes on. Where are the shoes? Here are some shoes. So I need the shoes. So, fertig. Da ist auch noch ein Buch, das könnten wir mal aufräumen. Schärfe? Okay, so. Was machen wir jetzt? Was machen wir nu? Was machen wir nu? Sollte ich aufpassen? Das ist alles Eisen und nichts verzaubert. Also da schaue ich nicht lang auf, dass es nicht kaputt geht. So. 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 Was mache ich denn jetzt? Ich möchte mal so gern wieder Quarz suchen gehen. Aber ob das so eine gute Idee ist, ich um Quarz suchen? Ich weiß ja nicht, ob das so gut die Idee ist. Jetzt Moment. I need some Bogen, der mit Stärke und Haltbarkeit ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, den nehme ich mal mit. Dann schmeiße ich mal dieses verrottete Fleisch hier rein und das und das und das schmeiße ich auch hier rein. Und dann nehme ich mit den hier mit. Und dort schmeiße ich rein und dort schmeiße ich rein und dort schmeiße ich genauso rein. Und dann I hole mir noch something to eat, weil I don't have very much to eat. So, die Hälfte davon. Ich bin gut drauf. Ich bin so scheiß gut drauf, das ist der Wahnsinn. Ja, ich war die letzten Tage so unheimlich schlecht drauf. Ich war so down. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon richtig Angst, Minecraft heute aufzunehmen. Als ich dachte, oh Gott, du musst heute noch aufnehmen. Das muss morgen um 12 Uhr Mittag fertig sein. Ich dachte nur so, nein, ich bin noch so schlecht drauf. Ich kann noch nicht aufnehmen. Ja, und dann... Dann war ich auf einmal gut drauf. Und jetzt bin ich super gut, super, super gut drauf. Ich habe mir heute mal wieder ein Energy gegönnt. Ich meine, die sind schweinsteuer, die Dinger, ne? Die sind schweinsteuer. Und, hallo Pferd, bist ja immer noch hier unten.
Und, aber ich muss ja eigentlich sparen, aber ich habe mir gedacht, nee, komm, heute einfach mal wieder so zur Feier des Tages, hol dir ein Energy. Und jetzt bin ich so gut drauf. Ich meine, ich reagiere ja eigentlich gar nicht auf Koffein, aber es ist einfach, ja gut, natürlich, es hat Gründe, so ist es ja nicht. Wir müssen tiefer. Errungenschaft. I think this is very dark, so I shut up the shader. No shader, bitte, danke. Ist viel zu dunkel so mit Shader hier. Ist nicht gut. Nein, ist nicht gut. So, das ist hier scheiß dunkel geworden. Also, Moment. Sichtweite, Grafik, maximale Beleuchtung. Ich frag das nicht, dass man das jetzt mit Chunks einstellt. Das finde ich voll blöd. Weil das ist ja alles jetzt irgendwie dumm. Ich möchte halt gerne sammeln. Du weißt, was ich meine. Ich will finden. Es ist so ohne Minimap ziemlich scheiße im Nether, ne? Das heißt, ich laufe einfach geradeaus und hoffe, dass ich mich nie verlaufe. Ich werde sowieso wieder verrecken. Habe ich das schon erwähnt, dass ich im Nether immer verrecke. Das heißt, alle Leute, die noch nie mich im Nether gesehen haben, ich werde wieder sterben. Weil ich sterbe immer im Nether. Nee, immer auch nicht, aber ich sterbe oft im Nether. Aber ich will Quarz suchen. Ich weiß nicht warum, aber ich will Quarz suchen. Wir finden jetzt Quarz. Ich habe schon so viele Chunks hier im Nether erzeugt, aber ich glaube, das ist ganz gut, jetzt mal in diese Richtung zu gehen. Das könnte eigentlich dann ganz gut funktionieren. Ich greife euch nicht an, ich hab euch alle lieb. Hab ich da gerade einen Schleim gehört? Ich habe ja auch eine riesen fetzen Festung hier im Nether. Also so eine richtig große Festung, die ist wirklich riesig. Sollen wir mal den Scheiß da mal weg? Können wir auch gleich mal mitnehmen. Glowstone kann man immer brauchen. Ah, noch ein bisschen was, total viel nehmen wir jetzt nicht mit, aber so ein bisschen. Ich habe so eine riesen Festung im Nether. Die Festung ist so groß, das ist der Wahnsinn. Und zwar ist die so groß, dass da ein neuer Chunk kam. Und in dem Chunk wurde gleich nochmal eine Festung generiert. Gleich, keine Ahnung, 5 Blöcke, nachdem die andere Festung aufhört. Und da habe ich natürlich riesen Glück gehabt. Ich habe aber nicht so Glück gehabt wie die Honey, die da einfach mal eben in den Nether spazierte. Also in einer anderen Welt. Das war so, das ist schon viel, viel länger her. Sie hat ja, das meine ich, war sogar die Welt vor der Welt, die sie jetzt hat. Und da ist die in den Nether spaziert und ist mehr oder weniger gleich bei einer Festung rausgekommen. Wetten, dass ich mich jetzt schon wieder verlaufe? Ich hätte mir irgendwas mitnehmen sollen, mit dem ich das hier so ein bisschen markiere. So, in diese Richtung geht's, ne? Oh, wenn ich das schon wieder her... Wo ist er denn schon wieder, der blöde Gast? Bleib mir fern, doofes Ding. So, Bogen hier mal hin. Ich will gar nicht mit dem Bogen schießen. Ich will ja eigentlich nur ein bisschen Quarz finden, in der Hoffnung, dass wenn ich in diese Richtung gehe, ich in eine Richtung komme, wo ich noch nie war. Ja, hier ist Quarz. Hier. Hallo, wo bist du denn, lieber Gast? Wo bist du denn? Hier ist Quarz. Hier nicht, aber hier. Ja, alleine schon wegen dem Erfahrungspunkten ist es cool, hier Quarz zu sammeln, ne? Natürlich müsste ich schon eine Gegend finden, wo ich relativ sicher Quarz sammeln kann. So, laufen wir mal darauf. Ja, Nether und ich, wir sind sehr gute Freunde. Wir verstehen uns prächtig. Der Nether und ich, wir sind solche Freunde. Das ist gigantisch. So, bin heute ein bisschen leise. Sie nicht wundern. Ja, keine Ahnung, es ist irgendwie immer so, wenn ich abends aufnehme und mein Freund schon im Bett ist, bin ich irgendwie mal leise, obwohl mich der sowieso nicht hört. Außer ich schreie rum, dann hört er mich, aber das sollte ich nicht machen, der hat Frühschicht. Ich glaube, das würde er jetzt nicht so mögen, wenn ich jetzt hier so rumschreie. Hallo! Nein, mach ich nicht. Außer wenn ich wieder irgendwie verrecke, dann schreie ich. Hat er Pech gehabt. Guckt euch das an, wie die Erfahrungspunkte steigen beim Quarzsammeln. Das ist so gigantisch. Ich werde mich so verlaufen, ich werde nicht zurückfinden. So hätte ich mir vielleicht die Koordinaten merken sollen. Sollte ich das machen? Ich glaube, ich mache das mal eben. Ich merke mir mal, Moment, wie war das? F3. So, und jetzt muss ich hier gucken. Und dann war das ja F2. Yay! Boah! Screenshot saved. So. Ich laufe hier einfach immer hier am Rand entlang. Das ist so eine gute Idee.
Wie viel Quarz bekommt man denn da jetzt eigentlich zusammen? Das ist ja immer das Problem. Ich meine, man sammelt und sammelt, wenn man sagt, mit dem bisschen, jetzt haben wir hier jetzt Vorsagenscheibe, 5 Quarzblöcke. Das sind auch voll viel. Ich bin überdreht. Ja, ich stelle fest, ich bin überdreht. Finde ich toll. Oh, ist das schön, mal wieder gute Laune zu haben. Schlechte Laune ist was Mieses. Schlechte Laune ist so doof. Ich werde sowieso nimmer zurückfinden, also von daher, pfuh. Ja, ich hätte mir die Minimap noch raufmachen können. Könnte ich auch machen, ne? Könnte ich nach der Aufnahme, weil ich dann sowieso in Anschluss gleich nochmal aufnehmen werde. Ich muss das ja ausnutzen, wenn ich mal wieder gute Laune habe. Dann werde ich mir die Minimap raufmachen. Doch, sollte ich machen. Hätte ich vorher schon machen sollen. Aber verlaufen ist was Schönes. Von daher. Ich könnte aber auch einfach zurücklaufen nochmal. So. So, sind wir hier drüben. Oh Gott, durch Höhlen gehen ist nicht gut. Dafür laufe ich mir ja erst recht. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, es ist nicht gut, hier rumzulaufen ohne Minimappe. Ich nicht finde ihn zurück. Was ich halt scheiße finde, ist, dass nicht mehr der Kompass hier funktioniert. Er könnte ruhig hier funktionieren. Könnte ruhig gehen. So, wir könnten jetzt aus Spaß noch ein paar von diesen tollen Freunden hier angreifen, hm? Nee, das lasse ich mal lieber für heute. Ey! Musik, play bitte. Musik! Play! Vor? Play? Oh, Musik. Oh, das ist aber eine schöne Musik. Ich muss darauf jetzt, ne? Glaube ich. Oder muss ich irgendwo darüber? Ich glaube, ich muss darauf. Ich laufe mal darauf. Wir haben uns jetzt schon verlaufen, wetten? Nee. Ich denke, ich muss hier rauf und dann darüber. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Okay, ich muss nicht darüber. Ach, scheiße. Willst du mir jetzt sagen, dass ich jetzt schon verlaufe? Wirklich? Ich laufe jetzt mal kurz hier rüber. Autsch. Mal hier lang. Hier ein Schleim. Hier lang. Oh, oh. Hier kam ich durch, oder? Ja, hier kam ich durch. Das wäre es jetzt noch, hier zu verlaufen. Nee, so ohne Minimap müsste es irgendwie ein bisschen... Meh. Ja, ich weiß, ich bin feig, aber es ist halt so blöd, weil ich so weit laufen muss. Ich meine, wenn ich wenigstens Fackeln dabei hätte, wäre es nicht ganz so schlimm, weil dann würde ich den Fackeln nachlaufen. Aber ansonsten müsste ich halt irgendwann mal diese Chunks hier löschen, damit hier dann auch mal endlich Quarz vorkommt. So, jetzt glaube ich, muss ich ja da irgendwie... Genau, da ist dieser tolle Wasserfall, hätte ich beinahe gesagt, Lavafall. Und da beim Lavafall müssen wir runter. So. Wir müssen eigentlich da runter, stimmt's? Ich meine schon, dass wir da runter müssen. Weil hier oben ist es nicht. Doch, es ist hier. Wow, wir haben es zurückgefunden. War aber auch schwer, die 5 Meter da. Da war ein Loch. Finde ich nicht gut. Löcher sind zum Runterfallen und Löcher bringen mich immer um. So. Ist eigentlich meine tolle Falle noch da, die sie mir gestellt haben. Ja, meine Falle ist auch noch da. Finde ich toll. Ich warte ja noch auf den Tag, wo Minecraft irgendwann einführt, dass das Nether-Drag-Gedöns Redstone-Signal weitergibt. Das wird der Tag sein, an dem ich es bereue, in den Nether zu gehen, weil es Boom macht. Die Musik schläfert irgendwie ein und das Pferd hat mich irgendwie gerade voll erschreckt. Wie geht's? Ach, ich könnte mich jetzt um meinen Akazienbaum kümmern. Um den kümmere ich mich jetzt also hier rein. Und jetzt müssen wir erstmal das Quarz abliefern. So. Quarz. So, hier ist der Quarz. So, aber jetzt muss ich erstmal was machen. Nachdem ich den Schmarrn hier mal kurz reingeräumt habe. Und hier ist The Glowstone. So. Und zwar brauche ich jetzt erstmal Holzerzeugnisse, ein Schild. So, das muss ich jetzt machen. Muss ich jetzt hier ein Schild draufstellen. Ich war das nicht. Das war Mako. Damit jeder, der hier reinkommt, weiß, dass ich das hier dann nicht hingebaut habe. So, jetzt, Anna. Was wollte ich jetzt gleich nochmal machen? Ach ja, genau.
I forgot. Ich glaube, es heißt forgot. I don't know. Forget ist, wenn man es gerade macht und forgot, wenn man es schon vergessen hat, also Vergangenheit, oder? Ja, ich glaube schon. Es ist schon wieder Nacht. Nein, Moment. Moment. Optionen. So. Fetisch. So. Gleich viel schöner da. So, ich muss mir jetzt erstmal ein Bett bauen. Ich kann nicht immer in dem Zimmer von fremden Leuten schlafen. Da, da. Da, 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 da. Ist ja gar kein Bett mehr drin. Da, da. So. Fuck, ich habe kein Holz mehr. Doch. Ich muss das schöne Akazienholz verwenden. Aber das wird das schönste Bett, das es je gab. Es ist das Akazienholz. Wow. Hey, habe ich schon erwähnt, dass ich überdreht bin? Nein, ich bin nicht überdreht. Ich habe nur einen Vogel. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Das ist es, der Wahnsinn. Na komm. Hallo, Spinne. Willst du mir im Schlafen zuschauen? Perverses Ding. Das war ja klar, hm? Muss mich verarschen. Dann gehen wir doch bei Hanni ins Bett. Puh. Kannst mich kreuzweise. So, gute Nacht. So einfach ist das. Wenn einen die Tiere nicht schlafen lassen, dann geht man in ein anderes Bett. Ja. So. Oh mein Gott. Someone has schreibt me something. Okay. So. Hallo Spinne. Finde ich eigentlich ganz cool, aber wenn du dann später, dann weißt du Agro und das ist nicht gut so, deswegen ich mach das jetzt so. Da ist ein Creeper, finde ich. Da ist auch ein Creeper. Och Mensch, Leute. Am frühen Morgen. Ich bin noch nicht mal ausgeschlafen und ihr seid da schon wieder da. Du lass das bleiben. Danke. Ach kommt schon. Hier auch ein Creeper und ein Skelett. Du explodierst nicht. Wieso? Ne, ah, dann hat er. Gehst du. Geh halt in die Sonne, du Feigling. Na komm, geh in die Sonne, du Feigling. Oh. Oh, die Sonne, die hat mir wehgetan. Oh, das tut mir aber leid. Dann, dann, dann. Ich habe schon wieder Hunger. Ich hasse es. So, ich will jetzt doch nicht mehr in der Nähe. Nein, will ich nicht mehr. So, jetzt müssen wir uns um diesen tollen Baum hier kümmern. Und wehe, da kommen keine Setzlinge raus. Bei meinem Glück wird aber genau das passieren. Bei meinem Glück kommen hier keine Setzlinge raus. Ich bin gespannt. Ach, so, jetzt mal weg mit dem ganzen Holz. Geh weg. Hallo. Hallo. So. So, jetzt. So. Gut. Hallo. Setzlinge. Setzlinge. Bitte. Setzlinge. Bitte. Ja, ein Setzling. Noch ein Setzling, bitte. Kommen die ja nicht raus, wenn ich das abbaue? Nicht, dass sie da gar nicht rauskommen, wenn ich das selbst abbaue. Und dann bin ich schuld, weil ich keine... Oh Gott. So. Aber immerhin ein Setzling. Ich bin nicht überdreht, das täuscht total. Oh Gott, ich sollte aufhören. Bekommt sonst nur noch Angst vor mir. So, haben wir? Haben wir, sehr schön. So, hallo Baum. Wachse, lieber Baum. Wachse, 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 wachs. Wachst du? Danke. Geht doch. Noch ein Setzling, noch ein Setzling, noch ein Setzling, noch ein Setzling. Yeah! Da, bam, bam, da, bam, 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 bam. Ihr dürft euch ruhig ein bisschen schneller abbauen. So, das brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber nehmen wir es trotzdem mal mit. Ist eigentlich mein Hundi immer noch da drüben? Irgendwie ist mein Hundi nicht mehr da. Da war doch ein Hundi. Da saß doch immer beim Leuchtturm. Da kein Hundi mehr. Oh, doch, Hundi ist immer noch da. Moment, ich muss jetzt mal meinen Hundi füttern. Der tut mir ja jetzt schon ein bisschen leid, dass der da die ganze Zeit sitzt und eigentlich nichts zu fressen bekommt. Ist ja doch ein bisschen doof. Hallo Hundi. Erstmal darfst du fressen und dann darfst du aufstehen. Und guck mal, dann darfst du nochmal fressen. Dann darfst du dich wieder hinsetzen. Nein, du bleibst stehen. So, und noch ein Stück. Na komm, friss das doch. Ach, du bist voll? Na dann halt nicht. Aber du darfst mitgehen mit mir. Da-dam-dam-dam-dam. Kein Dam-dam-dam-dam mehr? Ich war das nicht.
Nein. Ich war es nicht. Das ist nicht mal gelogen. Es war ein Creeper, ja? So. Setzlinge. I want some Setzlinge. So, jetzt mal da auf. Und dann machen wir den ganzen... Eins. Komm, bitte einen Setzling noch. Nicht? Okay. Na, aber immerhin aus einem Baum. Mach zwei Bäume. Ich kann rechnen. Wow, ich bin beeindruckt. So. Ich hab noch einen. Da ist der Setzling. So ein Putze-Setzling hierhin. Und ein Putze-Bones hierhin. Und ein Putze-Bone-Meal dahin. Und wenn ein... mit zwei... Okay, super. So bekommen wir jede Menge Holz zusammen. Und dann baue ich mal wieder was. Ja, ich werde mal wieder was bauen. Aber ich werde mich auch jetzt leider vor euch verabschieden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.